Letztes Beispiel. Aber jeder Moslem, der ein neunjähriges Mädchen heiratet, kann sich auf Mohammed berufen, denn der hat die Aisha geheiratet, als sie 6 Jahre alt war, und die Ehe vollzogen, als sie 9 Jahre alt war. Und hier sehen wir wieder den guten alten, doch inzwischen ausgeklärten Versuch der Islamophoben, aufgrund der Ehe des Propheten mit der Aisha einen Pädophilievorwurf gegen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Form eines Lügengerüstes zu erheben, welches nach akademischer und historischer Betrachtung und Analyse der Sachlage jedoch schnell in sich zusammenfällt. Aber zunächst sollten wir uns die stürzenbergische Logik im Hinblick darauf ansehen, die unterm Strich scheinbar Folgendes aussagt. Ein Mann, der im relativ hohen Alter eine wesentlich jüngere Frau, / Mädchen heiratet, ist allem Anschein nach entweder nicht normal oder auf dem besten Wege, den Tatbestand der Pädophilie zu erfüllen oder sogar schlichtweg pädophil. Auch wenn das Stürzenberger nicht öffentlich sagt, ist allein seine vorangegangene audiovisuelle Aussage ein Beleg dafür, dass Stürzenberger scheinbar definitiv in diese Richtung argumentieren möchte. Aber Stürzenberger realisiert in der Zwischenzeit auch gar nicht, dass er sich mit dem Versuch überhaupt in diese Richtung zu argumentieren, besonders als scheinbar christophile und katholisch erzogene Person, im hohen Bogen selbst diskreditiert. Warum das so ist, sehen Sie gleich. Doch zunächst sollten wir dieses Thema kurz und knapp aus seiner tatsächlichen historischen Perspektive heraus betrachten, aus der folgende Fakten hervorgehen. Zunächst mal muss man verstehen, dass die Welt vor 1400 Jahren in vieler Hinsicht anders war, als sie es heute im Jahre 2013 ist. Die Zeiten haben sich geändert und mit ihr auch die Menschen. Vor 1400 Jahren waren Jungehen keine Ausnahme, sie waren mehr die Regel. Denn die Menschen haben zu der Zeit gemäß der soziokulturellen Faktoren gelebt, welche sie umgeben haben. Es ist ein historischer Fakt, dass Mädchen im Alter zwischen 9 und 12 Jahren selbst im damaligen Europa und Asien verheiratet wurden. Und angesichts dieser Faktenlage kam bis jetzt noch kein einziger anerkannter Historiker auf die Idee, jene Menschen als krank oder pervertiert zu bezeichnen. Oder gar als pädophil. Historiker würden jene, die zu solchen haltlosen Behauptungen greifen, eher als ignorant oder höchstgradig dumm bezeichnen, welche dazu noch keine gesunde Auffassungskraft in Bezug aufs historische Verständnis haben. Denn Historiker wissen ganz genau, dass man Menschen, die um das Jahr 0 aufwärts mit ihren ganz eigenen soziokulturellen Standards gelebt haben, nicht mit jenen soziokulturellen Standards vergleichen kann, die heute im Jahre 2013 vorherrschend sind. Denn zu den damaligen Jungehen begünstigenden Faktoren gehörten vor 1400 Jahren beispielsweise die zu geringe Lebenserwartung der Menschen, der niedrige Lebensstandard im Allgemeinen und das warme Klima, welches das Erreichen der Pubertät maßgeblich bestimmt hat und auch in direktem Zusammenhang damit steht. Mit anderen Worten kann man auch Folgendes sagen. Mädchen haben damals unter jenen Faktoren wesentlich früher die Pubertät erreicht, haben dadurch wesentlich früher geheiratet und sind somit auch in einem relativ früheren Alter gestorben. Es gibt also aus rein akademischer Sicht keine Möglichkeit, Menschen, die um das Jahr 600 mit ihren ganz eigenen Standards gelebt haben, nach den Standards des Jahres 2013 zu beurteilen bzw. zu verurteilen. Und jeglicher Versuch in diese Richtung ist Ignoranz und Stupidität in seiner Reinform. Aber halten wir kurz daran fest, dass Michael Stürzenberger offensichtlich ein Problem mit der vollkommen legitimen Ehe des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit der Aisha hat und sich dementsprechend ja eigentlich auch von solchen Jungehen und von jenen distanzieren müsste, welche es praktizieren. Ich werde hierauf Bezug nehmend meine Argumentation nun fortführen. Es ist ja mehr oder weniger bekannt, dass er auf PNews unter dem Pseudonym Byzanz seinen islamfeindlichen Artikel verfasst und somit einen scheinbar sympathisierenden Bezug zum damaligen Byzantinischen Reich herstellt. Und ich frage mich allen Ernstes, ob Michael Stürzenberger bewusst ist, dass Jungehen im damaligen Byzanz gang und gäbe waren und sogar unter byzantinischen Kaisern praktiziert wurden. Denn laut einem wissenschaftlichen Artikel der Geschichtsprofessorin Linda Garland von der Universität Neuenglands haben byzantinische Kaiser im 12. Jahrhundert 8-jährige Mädchen zur Braut genommen. Linda Garland zählt dazu folgende historische Beispiele auf. Kinderbräute waren speziell im 12. Jahrhundert die Norm statt die Ausnahme. Laut Linda Garland wurde Agnes von Frankreich, die von 1171 bis 1240 gelebt hat, im Alter von 8 Jahren zur Ehegattin des byzantinischen Kaisers Alexios II. Und Margarete von Ungarn heiratete den byzantinischen Kaiser Isaac II., als sie 9 Jahre alt war. Aber damit nicht genug. Denn laut einer umfassenden geschichtlichen Untersuchung einiger griechischer Akademiker namens Laskratos, Polakou und Rebelakou von der Universität Athens waren im damaligen Byzanz Vergewaltigungen von Kindern unter dem Deckmantel der Jungehe sogar in den kaiserlichen Familien bekannt. Darüber hinaus gibt es zahlreiche aufgezeichnete Fälle von Kindesprostitution, Knabenliebe und Inzest in den zugänglichen Geschichtsquellen und der byzantinischen Literatur. Und es wird zudem noch von vielen zeitgenössischen Autoren bestätigt, dass sich viele dieser Fälle in allen Klassen der byzantinischen Gesellschaft abgespielt haben. Und die Frage, die ich an den Stürzenberger habe, ist nun folgende.
Werden Sie in Anbetracht der historischen Faktenlage, Herr Stürzenberger, diese Jungehen des damaligen Byzanz, auf das Sie sich in Form Ihres PI-Pseudonyms ja beziehen, nun verurteilen und jene Kaiser für ihre Jungehen kritisieren, genauso wie Sie die Ehe Mohammed sallallahu alaihi wasallams mit der jungen Aisha kritisiert haben, Herr Stürzenberger? Denn in Anbetracht der Tatsache, dass die byzantinische Geschichte voll von praktizierten Jungehen ist und zudem noch die verschiedensten Fälle von Kindesprostitution, Knabenliebe und Inzucht in allen Bereichen der byzantinischen Gesellschaft praktiziert wurden und die byzantinische Geschichte in Bezug auf den Umgang mit Kindern daher sehr, sehr dunkel schattiert ist, müssten Sie sich eigentlich sehr, sehr schnell von Ihrem PI-Pseudonym verabschieden, Herr Stürzenberger. Sie sind doch katholisch erzogen worden, wie Sie so schön sagen, nicht wahr? Dann gehe ich mal davon aus, dass Ihnen die katholische Enzyklopädie sicherlich ein Begriff sein dürfte, oder Herr Stürzenberger? Haben Sie da mal reingeschaut und sich darüber informiert, wie alt Maria, die Mutter Jesu, war, als sie Josef von Nazareth zur Frau nahm? Falls nicht, dann lassen Sie mich Ihnen doch helfen. Hier ist ein Auszug der Online-Version der katholischen Enzyklopädie, die sich mit Josef von Nazareth befasst und weiter unten unter der Überschrift Heirat einige sehr, sehr interessante Informationen in Bezug auf seine Eheschließung mit Maria, der Mutter Jesu, wiedergibt. Ich habe den markierten Text für Sie übersetzt und es liest sich wie folgt. Ein Jahr nach dem Tode seiner Frau ließen die Priester durch Judäa verkünden, dass sie für den Stamm Juda einen respektablen Mann für die Ehelichung Marias suchen, die zu der Zeit 12 bis 14 Jahre alt war. Josef, der zu der Zeit 90 Jahre alt war, ging als einer der Kandidaten nach Jerusalem. Also laut der katholischen Enzyklopädie, Herr Stürzenberger, war Josef 90 Jahre alt, als er die 12- bis 14-jährige Maria zur Frau nahm. Also besteht hier ein Altersunterschied von mindestens 75 Jahren, ja? Herr Stürzenberger, werden Sie Ihrem argumentativen Standard nun treu bleiben und neben der Kritisierung der Ehe des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam mit der Aisha auch die Ehe der heiligen Maria mit Josef von Nazareth kritisieren? Werden Sie Josef von Nazareth, den im Vergleich zur heiligen Maria mindestens 75 Jahre trennen, nun als pädophil bezeichnen? Ich denke, wir sind fertig mit Ihnen, Herr Stürzenberger, denn Sie haben mehr als nur deutlich bewiesen, dass Sie stets mit zweierlei Maß messen, ein Buch in der Hand halten, über dessen akademische Exegese Sie keinen blassen Schimmer von Ahnung haben, aber sich die unglaubliche Dreistigkeit erlauben, sich selbst als Islamaufklärer hinzustellen, was von der Wahrheit wohl kaum weiter entfernt sein könnte. Dass Sie zur Untermauerung Ihrer anti-islamischen Thesen und Zahlen stets auf diskreditierte und unglaubwürdige Ultra-Evangelikale zurückgreifen müssen, um sich damit in Ihrer totalen Fehleinschätzung der Realität praktisch selbst bestätigen zu können. Dass Sie als offensichtlich christophile und katholisch erzogene Person mit anti-islamischen Scheinargumenten um sich werfen und dabei nicht realisiert haben, dass alles, was Sie dem Islam in aller Unsachlichkeit vorwerfen, auf akademischem und bibelexegetischem Level in zehnfacher Art und Weise auf Sie, auf die Bibel und auf das Christentum zurückgeworfen werden kann. Dass Sie allen Ernstes Schmähfilme von geisteskranken drogendealenden koptischen Fanatikern als eine Biografie und einen Dokumentarfilm hinstellen, wo die medial gut dokumentierte Faktenlage aber genau das Gegenteil aufzeigt, gibt uns allen nur eine kleine Vorstellung davon, wie ich finde, wie weit Ihre Realitätsverweigerung bereits fortgeschritten ist, Herr Stürzenberger. Daher kann man auch mit Fug und Recht behaupten, dass Ihr gesamtes anti-islamisches Bestreben aufgrund dieser Tatsachen zum Scheitern verurteilt ist. Denn die überwältigende Mehrheit der deutschen Bürgerinnen und Bürger besteht Gott sei Dank nicht aus ignoranten Lemmingen, die jedem Bockmist, der ihnen aufgetischt wird, Glauben schenken würden. Und ich bin in Bezug darauf auch sehr zuversichtlich, Herr Stürzenberger. Denn es ist schon lange nicht mehr die Frage, ob die Menschen ihr scheinbar perfides Spielchen durchschauen, sondern wann sie es tun. Und noch was in eigener Sache, Herr Stürzenberger. Ich würde Ihnen sehr ans Herz legen, diesen anti-islamischen Beschiss endlich aufzugeben, denn Sie haben damit nichts Positives erreicht. Im Gegenteil. Seit Ende März 2013 wird PI im deutschen Bundesland Bayern zusammen mit der Partei Die Freiheit unter Ihrer Leitung vom Verfassungsschutz beobachtet. Und wer weiß, was die Zukunft noch so bringt. Ich würde Ihnen wirklich wünschen, Herr Stürzenberger, aus meiner Sicht, dass Sie sich objektiv mit dem Islam auseinandersetzen und Ihre Vorurteile loswerden können. Wer weiß, vielleicht werden Sie ja nach einer objektiven Recherche sogar ein Resümee ziehen können, wie es Arnoud Van Doorn getan hat, der ehemals Mitglied in der anti-islamischen Partei Für die Freiheit und ein enger Freund Gerd Wilders war und nach einem Jahr intensiver Islamrecherche zum Islam konvertiert ist. Aber ob Sie diesen Weg einschlagen können oder nicht, bleibt abzuwarten. Also nach einer Stunde und vier Minuten würde ich mal glatt behaupten, dass Sie Ihre Glaubwürdigkeit definitiv losgeworden sind, Herr Stürzenberger. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Damen und Herren, und vor allem vielen Dank für Ihre Zeit. Warum soll ich mich schämen? Ich spreche die Wahrheit. Alles Nachprüfer. Alles, was ich sage, ist Nachprüfer. Sind Fakten und die Wahrheit.